So, hallo liebe Rad- und Wanderfreunde, ich heiße euch wieder recht herzlich willkommen auf meinem Kanal hier bei der Schönbuchgams. Und ja, was habe ich heute mit euch vor? Da das Wetter jetzt nicht optimal bei uns ist, es regnet immer wieder mal und es soll jetzt aber eine trockene Phase kommen, habe ich mir einfach gedacht, okay gut, ich schnapp mir mal die Kamera, meine DJI Neo Drohne und lauf mal bei mir hier wieder ins Scheichtal und will mal gucken, ob ich wieder so eine kleine Schlucht laufen kann, wie ich ja schon mal gelaufen bin, oder so zweimal habe ich es ja gemacht. Und ja, da vorne jetzt um die Kurve rum habe ich eine kleine oder beziehungsweise habe ich eine Schlucht gesehen, wo man wahrscheinlich hochlaufen kann. Und ja, da begebe ich mich jetzt hin und ich hoffe, ihr seid dabei und bleibe dran. Das wird bestimmt spannend. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Und ja, ich würde einfach sagen, sobald ich diese Schlucht erreicht habe, werde ich mich melden bei euch und nehme euch mit und dann gehen wir auf das nächste Abenteuer mit der Schönbuchgams. Also, auf geht's, kommt mit. Ja, also ich bin jetzt noch nicht ganz vorne an der Kreuzung von der Schlucht, wo es rein geht. Aber wenn man hier sieht schon mal, da geht es hoch. Und ja, ich denke mal, das wird wieder ein ganz gutes Abenteuer. Hoffe ich. Ich war noch nicht da, aber ich kann es mir vorstellen. Ne? Ja, vielleicht kommt noch ein bisschen die Sonne raus, ich weiß es nicht. Aber solange es nicht regnet, macht es nichts. Ja? Okay. So, also jetzt bin ich angekommen. Wie man hier sehen kann, geht es da Hanne schon rein. Dahinter kommen so schöne Felsen, Steine mit Moos überzogen. Und dann geht es wahrscheinlich dahinter hoch. Und ja. Jetzt muss ich gucken, dass ich da mal ein bisschen reinkomme. Und dann würde ich sagen, auf geht's, wir gehen los. Und lasst euch überraschen, ob ich überhaupt ganz hoch komme. Ich habe keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, lasst euch einfach überraschen. Und dann schauen wir mal, was wir hier alle sehen. Okay, also, da Hanne sieht man schon. Ah, das sieht schon sehr gut aus. Schaut euch das mal an, da Hanne, mit den Felsen da drüber und mit dem Moos. Boah, das sieht ja richtig toll aus. Okay, da muss ich jetzt irgendwie rüber und hoch, weil hier geht es nicht mehr weiter. Also gehen wir hier hoch. Also, auf geht's, wir gehen. Schaut euch das mal an, wie das hier aussieht. Wahnsinn. Da hat er richtig schön mit dem ganzen Moos. Oh, das sieht ja herrlich aus. Mann. Wenn da jetzt noch ein bisschen Nebel wäre. Ne?
Das ist ja echt herrlich, wie das da aussieht. Muss ich mir mal ein bisschen näher betrachten. Ja, das sieht ja echt wunderschön aus hier. Ja. Das sieht ja richtig schön aus hier. Herrlich. Wahnsinn. Wunderschön. Na? Okay. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Boah. Wunderschön. Schaut euch das mal an hier. Oh. Ist doch ein Traum hier. Wunderbar. Schön. Na? Herrlich. So, okay, Lee. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ja. Irgendwie dahinter geht es rein in die Schlucht und da muss ich irgendwie durch. Also, gehen wir. So, jetzt stehe ich hier oben und ich glaube, ich muss jetzt irgendwie versuchen, ob ich da runterkomme. Weil dann probiere ich in der Schlucht weiterzulaufen. Ich glaube, das ist interessanter. Und ja, ich werde jetzt versuchen, da runterzulaufen und dann in der Schlucht entlang laufen. Okay, also gut, wir gehen runter, wir probieren jetzt. So, jetzt bin ich unten. Da bin ich drüber, da runter. Und jetzt muss ich mich da hier irgendwie durch Zwänge quälen, wie auch immer. Aber schaut euch das mal an. Oh, herrlich. Das ist ja wieder nur vom Feinsten hier. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwie rüberkomme. Ich lasse mal schön die Kamera mitlaufen. Jetzt gehen wir da unten durch. Ei. So. Okay. So. Gut. Oh. Schaut euch das mal an, die Felsen hier. Oh. Wahnsinn. Man muss natürlich sehr aufpassen, wo man jetzt hintappt. Die ganze Felsen hier ist alles rutschig. Ne? Oh. Schaut euch das mal an. Herrlich. Oh, das ist ein Traum. Wunderschön. Ja. Naja, wie man hier jetzt wieder sehen kann, also eine wunderschöne Felsformation, sage ich jetzt einmal, von verschiedenen mit Moos und dann dem kleinen Wasserfall. Ich gehe mal ein bisschen näher hin. Oh, das ist ja herrlich sowas. Ja, wunderschön. So, jetzt bin ich wieder ein Stückchen höher gekommen. Ja, das ist schon Wahnsinn, was hier für Brocken rumliegt. Boah. Ja, wunderschön. So, wie gesagt, bin ich nochmal ein Stückchen weiter oben. Schaut euch das mal an. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wunderschön. Ja. Hier auch diese zwei große hier. Ja. Jetzt gehen wir da ein Stückchen über. Ja. Also echt wunderschön. So,
Ich glaube, das Gröbste habe ich überstanden, hoffe ich. Ne? Wenn man da hinten hochguckt, da bin ich jetzt fast oben. Wenn ich aber da rüber gucke, bin ich noch nicht oben. Und hier will ich noch geradeaus weiter. Wie es dahinter aussieht, weiß ich jetzt nicht. Ich probiere es aber irgendwie, ob ich da jetzt durchkomme. Wird jetzt schwieriger, ja. Ich denke mal, ja, mal schauen. Ich nehme euch so bald dazu, wenn es wieder brenzlig wird. Also, bis später. So, also von da unten bin ich jetzt hochgekommen. Wie man sieht, geht es immer noch links und rechts hoch ziemlich. Und da Halle geht jetzt auch einen Weg weiter. Den werde ich aber wahrscheinlich nicht nehmen, weil ich glaube, der wird zu eng, der Hanne. Und zwar werde ich jetzt diesen Weg nehmen. Ich zeige euch einmal schön den Weg. So, und zwar habe ich jetzt vor, diesen Weg hier hochzulaufen. Na, wenn das einmal nicht richtig gut aussieht, Wahnsinn. Okay, also dann würde ich sagen, wir starten und seid gespannt. So, also, von da unten bin ich gekommen, dann rechts runter durch die Schlucht, jetzt hier hoch mit der Drohne. Ich hoffe, ich konnte echt super Aufnahmen machen. Die Drohne hat mich ja gut verfolgt. Und ja, wie man jetzt sehen kann, bin ich jetzt oben. Jetzt muss ich mich natürlich einmal kurz orientieren, wo ich hier bin. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich gucke jetzt einmal, dass ich irgendwo sehe, wo ich bin, wo ich rauskomme. Und ja, dann melde ich mich, wenn ich ein trockenes Plätzle oder wenn ich irgendwas gefunden habe. Und ja, dann würde ich einfach sagen, bis später. Ich melde mich, sofort ich irgendwie einen Platz finde und weiß, wo ich bin. Gell? Also, bis gleich. So, ja, hallo. Ich bin jetzt am Ende von meiner heutigen Tour. Ich bin jetzt hier auf so einer Wiese mit lauter Obstbäume. Ich laufe jetzt hier hinter mir entlang an der Wiese am Waldrand und dann geht's runter. Dann bin ich auch schon wieder unter, fast bei mir am Haus. Und ja, was soll ich sagen? Also mir hat die Tour wunderschön gefallen, die Felsen. Also es war herrlich mit dem Moos und dann das Wasser. Ich hoffe, euch hat das kleine Video auch gefallen mit mir wieder durch eine Schlucht. Hier bei mir, das war jetzt im Scheichtal. Und ja, ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, natürlich über ein Like. Wer neu auf meinem Kanal ist und ihm gefällt es, darf meinen Kanal kostenlos abonnieren. Ich sage herzlichen Dank und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Hier auf dem Kanal von der Schönbuchkamps, hier war der Michael. Macht's gut, bleibt gesund, ich wünsche euch was. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, ciao, ciao. Danke fürs Mitkommen. Ciao.
Stau.